Dieser Muslim sagt auch nicht, ich nehme von den Texten nur das an, was mit meinem Verstand übereinstimmt. Und was meinem Verstand widerspricht, das verwerfe ich. Er macht also seinen Verstand nicht zum Medium der Entscheidung, was er von den Texten annimmt und was er von den Texten verwirft, sondern er verwendet seinen Verstand, um die Texte im Koran und des Sunnah des Propheten zu verstehen. Sondern um die Texte des Koran und des Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verstehen. Denn es gibt einen sehr, sehr wichtigen Grundsatz, an den jeder gesunde Muslim fest glaubt. Die authentische Überlieferung kann niemals dem gesunden Menschenverstand widersprechen. Okay? Diesen Satz merken wir uns. Etwas, was authentisch überliefert worden ist über Allah Azza wa Jalla oder über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kann grundsätzlich nicht dem gesunden Menschenverstand widersprechen. Was bedeutet das in der Praxis? Das bedeutet, wenn ich einen Widerspruch sehe in den Texten des von Koran und Sunna und der Realität oder ja, in der Realität oder meinem Verstand entsprechend, dann habe ich folgende Wahrscheinlichkeiten. Nummer eins, der Text, der über Allah und seinen Gesandten beliefert wird, ist nicht authentisch. Die zweite Möglichkeit ist, es ist authentisch, aber du hast es falsch verstanden. Das heißt also, das Problem ist dann entweder in der Überlieferung oder das Problem befindet sich in deinem Verstand. Und Gründe dafür gibt es verschiedene. Es kann sein, dass jemand eine schlechte Absicht hat. Es kann sein, dass er sich nicht genug Mühe gegeben hat, den Text zu verstehen. Es kann aber auch sein, dass es ihm an Intelligenz mangelt. Denn nicht alle Menschen sind gleich intelligent und nicht alle Menschen verstehen die Texte gleich richtig und gleich gut. Ja? Beispiel, jemand sagt, Allah sagt im Koran al-Karim, dass im Honig Heilmittel ist. Fihi shifa'un linnas. Daraufhin nimmt er diesen Honig, gibt ihm einen Zuckerkranken und er geht drauf. Und jetzt sieht er einen Widerspruch und er sieht, der Text ist authentisch überliefert, aber in der Realität war es kein Heilmittel, sondern ein Gift. Was macht er jetzt? Er muss erst einmal, gemäß dem Grundsatz, den wir gelernt haben, schauen, ist der Text authentisch? Ja, er ist authentisch. Also hast du ihn falsch verstanden. Egal, ob du ihn verstehen wirst, kann sein, du verstehst ihn nicht. Ja. Kann sein, ein Mediziner versteht ihn, du verstehst ihn nicht. Ja. Aber du musst davon ausgehen, dass du es falsch verstanden hast. Und umgekehrt, wie gesagt, gilt das Gleiche. Könnte auch sein, dass der Text nicht authentisch ist. Insofern, noch einmal die Regel, authentisch Überliefertes kann niemals dem gesunden Menschenverstand, warum sagen wir den gesunden Menschenverstand? Weil die Menschen, wie gesagt, sind unterschiedlich intelligent. Ja. Der eine sieht einen Widerspruch im Glauben an Allah mit der Realität, der andere sieht ihn nicht. Es gibt Menschen, die sagen, es kann Gott nicht geben. Das sagt ihr Verstand. Ja. Aber ihr Verstand ist eben nicht in diesem Fall gesund. Weil der gesunde Menschenverstand sagt, es kann Gott geben, sehr wohl. Es muss sogar Gott geben.